Herzlich willkommen zum ersten ADRA aktuell im Jahr 2022. Wir wollen heute reden über Afghanistan und werfen einen Blick ins Flutgebiet 6 Monate nach der Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und weil ich es euch auch gewünscht habe, wollen wir noch einmal einen Blick werfen nach Mali, weil wir hatten ja die Landessammlung 2021 in Mali und jetzt haben wir noch mal mit den Leuten vor Ort gesprochen und können euch einiges berichten, wie sich das übers Jahr verändert hat und was da gerade die großen Meilensteine sind. Aber weil ihr es euch auch gewünscht habt, wollen wir mit Afghanistan beginnen. Im letzten Jahr, im August, haben wir die Bilder aus Afghanistan noch lebhaft vor Ort. Die internationalen Truppen sind abgezogen, die Taliban haben sofort wieder das Machtvakuum gefüllt. Und diese furchtbaren Szenen am Flughafen in Kabul werden uns wahrscheinlich so schnell nicht wieder loslassen. Schon damals haben wir viele Mails und Anrufe bekommen, die gesagt haben, wenn jetzt alle Internationalen weggehen, wie wollen sich die Leute denn da überhaupt, wie wollen die denn überleben? Es gibt doch jetzt schon eine Dürre und eine Hungersnot und der Winter steht vor der Tür. Wir haben oftmals in Afghanistan im Winter eine sogenannte Winterhilfe angeboten und in der Vergangenheit mit bis zu 5000 Familien, ihnen versucht, über Brennmaterial und über Bargeldhilfen dafür zu sorgen, dass sie durch den Winter kommen und überleben können. Das ist wirklich eine Überlebenshilfe. Mit der Übernahme der Taliban in Afghanistan waren erstmal alle internationalen Projekte auf Halde. Wir mussten gucken, wie ist die Sicherheitslage für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie kommen wir denn eigentlich mit Gütern ins Land? Sei es auch nur mit Geld ins Land. Es sind ja Sanktionslisten, auf die Afghanistan steht. Und die internationale Gemeinschaft musste sich auch erstmal zusammenruckeln, um zu beschließen, wie denn überhaupt geholfen werden kann. Wir sind dann, lange Rede, kurzer Sinn, im Dezember übereingekommen mit unseren internationalen Büros, mit unserem Afghanistan-Büro, dass wir in der Lage sind, ein Winterhilfeprojekt wieder anzubieten. Das Ganze ist furchtbar kompliziert und noch viel schwieriger als in der Vergangenheit. Aber was ich euch heute sagen kann, ist, ja, wir sind mit einem Winterhilfeprojekt in Afghanistan und wollen auch zusehen und sicherstellen, dass die Familien über den Winter kommen, weil die Temperaturschwankungen, jetzt ist es ja schon hier im Februar sehr kalt, die Temperaturschwankungen in Afghanistan sind noch viel größer und es wird nachts noch viel kälter. Und stellt euch vor, dann fehlt es an allem und am Nötigsten, um überhaupt zu überleben. Und dann kommt noch die Kälte und eine ungewisse Zukunft. Es ist uns und euer Anliegen, dass wir den Menschen in Afghanistan helfen. Und das tun wir jetzt auch in eurem Namen. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann habe ich euch hier in der Videobeschreibung einen Link reingepackt oder ihr meldet euch hier nochmal zum Newsletter an, weil da reden wir auch regelmäßig über unsere Themen und Einsätze und unter anderem auch über Afghanistan. Habt ihr Fragen zu dem Thema, dann schreibt es uns bitte hier in die Kommentare. Wir beantworten das sehr gerne. Und ansonsten wollen wir einfach nur in eurem Namen in Afghanistan den Menschen helfen und berichten euch, wie das funktioniert. Im vergangenen Jahr haben wir viel über Mali gesprochen, weil Mali so ein schönes Beispiel daran ist, wie sich anhand des Klimawandels die Situation vor Ort verändert. Und deswegen haben wir auch Mali ausgesucht als Projekt für unsere Landessammlung. Die Landessammlung ist eine bundesweite Sammlung für ein Projekt von ADRA. Und wir haben euch Tenin vorgestellt, das ist eine Teilnehmerin aus unserem Landwirtschaftsprojekt in Mali. Das Projekt sieht grob gesprochen so aus. Die Regenzeiten haben sich verändert durch den Klimawandel. Zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern vor Ort passen wir die Erntefolge, das Saatgut an diese veränderte Klimabedingung an. Das heißt, andere neue Anbautechniken und andere Saatgut, andere Pflanzen, die wir dort ausbringen, damit die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit gestärkt wird und die Leute trotzdem noch genug ernten können, um genug für sich selbst zu haben, aber auch im Idealfall, um auch Sachen zu verkaufen, Lebensmittel zu verkaufen. Und darüber, wir erinnern uns an Tenin, die darüber ihre Enkelkinder zur Schule schickt. Nun haben wir vergangene Woche mit den Projektverantwortlichen in Mali gesprochen und wir sollen euch erstmal herzlich grüßen und wir sollen auch den herzlichen Dank ausrichten, dass ihr so genau hingeguckt habt, dass ihr euch interessiert habt, dass ihr Fragen gestellt habt und auch, dass ihr gespendet habt für unser Mali-Projekt.
Die gute Nachricht ist, obwohl Mali in einer unruhigen Situation ist und die Sicherheitslage nicht überall so gut ist, in der Projektregion Banamba ist die Sicherheit noch relativ gut. Deswegen müssen wir uns an der Stelle keine Sorgen machen, sondern können in dem Projekt souverän und sicher weiterarbeiten. In der Projektregion Banamba sind die Lebensmittelpreise aber dann doch in der Vergangenheit gestiegen. Und da ist schon wieder der erste positive Nebeneffekt von unserem Projekt. Die Teilnehmer versorgen sich selbst und die gestiegenen Lebensmittelpreise sind nicht ganz so ihr großes Problem, beziehungsweise sie verkaufen die Lebensmittel jetzt auch zu einem höheren Preis. Das ist schon mal recht gut. Eigentlich müssten sie Saatgut jetzt einkaufen für die nächste Erntesaison. Aber in dem Projekt sind sie so erfolgreich, dass sie mittlerweile ihr eigenes Saatgut herstellen können. Das heißt, das macht sie auch unabhängig von Einkäufen über Jahrzehnte hinweg. Das freut uns sehr und wir sind dankbar, dass wir Teil dieser Geschichte sein können. Auch haben sie uns berichtet, dass in diesem Jahr die Honigernte richtig gut ausgefallen ist. Ich bin kein Imker, aber für mich bedeutet es das auch, dass wenn die Honigernte so gut ausfällt, dass die Flora und Fauna eigentlich stimmt und dass das ökologische System funktioniert. Und da freuen wir uns dann doch sehr darüber. Was ich euch damit sagen will, ist vielen Dank, dass ihr uns in Mali unterstützt habt, dass ihr das Projekt unterstützt habt, dass ihr euch für die Menschen vor Ort interessiert habt. Und was das alles bringt, das konnte ich euch hier, glaube ich, ein bisschen deutlich machen. Und hoffentlich, hoffentlich bleibt es so sicher und so stabil in Mali, damit wir dort weiterarbeiten können. Und irgendwann brauchen sie uns vielleicht gar nicht mehr, weil sie zumindest in der Projektregion total autonom und selbstständig geworden sind, mit eigenen Erträgen, mit eigenen Ernten. Sie stellen ihr eigenes Saatgut her. Und das wäre der große Traum für uns alle, auch für die Bäuerinnen und Bauern in Mali. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und falls ihr Fragen habt, wie immer, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Als nächstes reden wir nochmal über die Flut. Die Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dafür habe ich Carina Rolli eingeladen. Carina ist eine der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Flutprojekt arbeiten. Und sie hat auch eine ganz spannende Geschichte auf dem Weg dahin, wie sie zu diesem Projekt gekommen ist. Aber das erzählt sie uns alles selbst. Ich sage herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Carina. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Viele Zuschauer werden dich noch nicht kennen. Würdest du uns einfach erstmal kurz, wer bist du, was machst du hier und was ist deine Aufgabe in der Flut beziehungsweise auch sonst? Ja, ich bin Carina, ich bin Referentin für Interessenvertretung bei ADRA seit letztem Jahr. Und das bedeutet, dass ich unsere Anliegen, vor allem aus der Programmarbeit, an die politische Ebene herantrage. Und ganz konkret für das Fluthilfeprojekt war ich für den Aufbau des Netzwerkes zu den sozialen Einrichtungen verantwortlich und habe dort auch Koordinierungsaufgaben übernommen. Okay, gehen wir mal auf die Zeitreise zurück in den Juli des letzten Jahres. Da kam also in der Nacht vom 14. auf den 15. diese Flutkatastrophe. Und dann haben wir hier bei ADRA das Haus in Alarmbereitschaft versetzt und versucht, alles möglich zu machen, um zu helfen. Wie hat das denn damals ausgesehen? Das waren die ersten Monate, die du bei ADRA warst. Wahrscheinlich bist du dann auch ins kalte, Achtung, Wortspiel, Wasser geschmissen worden. Und warst dann auf einmal in der Flut mit dabei. Kannst du uns die Situation ein bisschen schildern? Ja, so sagst du gerade, ich war ein paar Monate da bei ADRA, tatsächlich nicht. Ich habe im Juli angefangen und es war 2 Wochen nach meinem offiziellen Beginn bei ADRA, dass wir diese Flutkatastrophe im Ahrtal hatten. Und das sah dann so aus, dass wir relativ zügig bei ADRA eine interdisziplinäre bzw. abteilungsübergreifende Taskforce zusammengesetzt haben und uns dann überlegt haben, okay, was können wir als ADRA stemmen in dieser Fluthilfe, was können wir bewegen und was können wir quasi mit an den Tisch bringen. Genau, und dort haben wir halt sehr schnell versucht, eine Bedarfsanalyse zu machen, beziehungsweise zu schauen, was für Expertisen bei ADRA bestehen, die von Nutzen sein könnten. Und so sind wir in der Fluthilfe gestartet. Das sind ja Mechanismen, wie wir sie bei jeder internationalen Krise auch haben. Gerade in den Philippinen war im Dezember ein Taifun. Auch da
gehen wir erstmal los, sammeln den Bedarf ein, gucken, was die Leute brauchen und gucken, was wir eigentlich so liefern können. Also alles wie immer, aber auch im Inland. Das ist ja doch neu für uns. Und du warst dann für die sozialen Einrichtungen zuständig und hast die Kontakte geknüpft und gehalten. Das heißt, wie bist du an die Projektpartner vor Ort gekommen? Bist du mit einer Visitenkarte rumgerannt und hast jedem einen in die Hand gedrückt? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, das war auch ein Teil davon tatsächlich. Aber am Anfang haben wir uns natürlich überlegt, okay, wie können wir dieses Netzwerk möglichst schnell und effektiv aufbauen? Und man muss sich halt vor Augen führen, dass Infrastruktur, auch Kommunikationsstrukturen vor Ort teilweise komplett zerstört waren. Also, dass man Menschen dann zum Beispiel auch telefonisch nicht erreichen konnte. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir die betroffenen Ortschaften identifiziert haben. Dann haben wir dazu die Vereinsregister gefunden und wir haben die einfach abtelefoniert. Und sobald wir jemanden also Betroffenes erreicht haben, haben wir darum gebeten, unseren Kontakt weiterzuleiten, sodass sehr schnell so eine Multiplikatorenfunktion entstanden ist vor Ort. Und gleichzeitig sind wir dann auch vor Ort gewesen, sind auf Straßen abgelaufen, haben versucht, Einrichtungen zu finden, haben rumgefragt. Genau, und so konnten wir in relativ kurzer Zeit ein stabiles Netzwerk zu knapp 80 Einrichtungen sind es heute aufbauen. Und genau, also das war eine Art Schneeballeffekt, den wir quasi mit anstoßen konnten. Okay, verstehe ich auch so, dass gute Arbeit sich dann auch rumspricht und dementsprechend das Netzwerk dann auch immer wieder ein Stück größer geworden ist. Schlechte Arbeit, spricht sich auch rum, aber dann würde ja niemand zu uns kommen, dann hätten wir auch keine 80 Einrichtungen, die wir jetzt, mit als Projektpartnerinnen und Partner dabei haben. Das ist schon eine beeindruckende Zahl, großes Kompliment. Und kannst du uns auch noch mal sagen, was haben wir denn in diese 80 Einrichtungen für ja, tatsächlich für Geld investiert? Wie konnten wir denn den 80 Einrichtungen auch helfen? Also an der Stelle muss ich sagen, es war natürlich nicht nur ich. Also wir haben halt diese Taskforce gehabt und im Moment sind wir zu dritt, die sich ganz konkret um diese sozialen Einrichtungen mit kümmern. Wir haben ganz verschiedene Projekte mit unterstützt. Wir haben auch den Bedarf gesehen, der vielleicht auch größer und vielfältiger ist, als man so im ersten Moment denkt. Also von Essensausgaben, die vielleicht im etwas niedrigschwelligeren finanziellen Bereich waren, bis hin zum Neuaufbau von Häusern und ja, also mit architektonischen Projekten quasi, die im höheren sechsstelligen Bereich war, haben wir mit unterstützt. Ja, die gesamte garantierte Leistung des Fluthilfeprojektes beträgt bis dato 8,1 Millionen. Okay, jetzt versuche ich mich noch ein bisschen mehr in deine Situation reinzudenken und wir sind in so einer Übergangsphase, die ja tatsächlich heute immer noch andauert vor Ort. Und dann habe ich, mit wem muss man sich denn dann absprechen? Wir haben Aktion Deutschland hilft als unseren großen Partner. Vor Ort gibt es Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, da gibt es vielleicht Krisenstäbe, Gemeindeparlamente, dann geht es hoch auf die Landeskreisebene und dann nochmal eine Ebene drüber. Vielleicht gibt es eine Taskforce in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Taskforce. Also das sieht mir schon so aus, als hättest du auch ganz viel Koordinierungsarbeit leisten müssen, die dann Hand in Hand übergeht und wahrscheinlich auch mit Bürokratie kämpfen oder gegen Bürokratie kämpfen müssen, oder? Wie du sagst, Matthias, das ist wahr. Also es gibt halt viele Player, die aktiv werden, wenn so eine Katastrophe geschieht. Und das ist eigentlich gut, aber es ist unglaublich wichtig zu wissen, einmal, wie koordiniert wird, damit einmal Synergien erschaffen werden können, aber damit auch Parallelstrukturen vermieden können, werden können. Und bei ADRA war natürlich unser erster Abstimmungskreis ADH intern. Also wir sind Bündnis- und Mitgliedsorganisation von Aktion Deutschland hilft, die ja wirklich sehr aktiv war jetzt in der Fluthilfe. Und das war sehr, sehr hilfreich. Wir haben auch innerhalb von ADH eine kleinere Koordinierungsgruppe, die sich auf die sozialen Einrichtungen fokussiert, wo wir teilweise auch Fördermöglichkeiten weiterleiten, uns abstimmen etc. Aber es kommt natürlich auch noch die andere Ebene der beispielsweise der Politik hinzu, der Krisenstäbe und so weiter und so fort. Das ist wirklich wahr. Wir hatten vor allem einen Koordinierungskreis, den ich mitmoderiert hatte in Bad Münstereifel, Oktober letzten Jahres, wo wir mit der Bürgermeisterin, mit betroffenen Einrichtungen, aber auch mit Bündnisorganisationen, die vor Ort aktiv waren, uns abgestimmt haben.
Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, das ist ein ganz großer Teil, das nehmen wir auch mit als Learning in zukünftigen Projekten. Okay, du hast es gerade schon angesprochen, Lessons learned. Was haben wir gelernt aus der Arbeit, die bis jetzt gemacht worden ist? Was können wir daraus für die Zukunft lernen, um natürlich nochmal ein Stück weit besser zu werden, um auch die Spendengelder, die wir bekommen, noch effektiver einsetzen zu können? Und da geht die Frage an dich, was haben wir denn gelernt? Ja, wir haben eine ganze Menge gelernt. Also ich glaube, ein wichtiges Learning, was wir mitnehmen können, ist, dass so ein Engagement in einer Katastrophe, jetzt vor allem im Inland, kein Alleingang ist. Das war jetzt das erste Projekt, wo ich mehr involviert war und das hat man wirklich sehr, sehr stark gemerkt. Und auch wenn es Strukturen in Deutschland gibt, die es in anderen Ländern nicht gibt, es trotzdem wichtig ist, das ins Zentrum der Arbeit zu stellen. Gleichzeitig haben wir gelernt, dass nach ersten, also quasi existenziellen Sorgen, die gedeckt werden müssen, wie zum Beispiel Essensausgaben zu organisieren, Sachspenden oder Ausgabestellen für Sachspenden zu organisieren, dass die Leute auch ein Dach über dem Kopf hatten und zum Beispiel auch die kalten Wintermonate überstehen können und es warm haben, ja. Das sind alles ganz, ganz wichtige Elemente. Und gleichzeitig gibt es ein anderes Element, was vielleicht ganz oft vergessen wird, und zwar, dass es eine Aufarbeitung des Erlebten geben muss. Und dass Menschen, die betroffen sind, halt, ja, das ist gut, dass sie zu essen haben und dass sie es warm haben, aber tatsächlich auch eine Wiederherstellung der Normalität vor Ort mit unterstützt werden muss. Und ich glaube, dort haben wir wirklich einen Mehrwert gegeben. Also unter anderem haben wir gesehen, dass so eine Essensausgabe nicht nur eine Essensausgabe ist, sondern dass Menschen dann auch zusammenkommen, eine Möglichkeit haben, eine Austauschplattform haben, sich über das Erlebte auszutauschen, genau. Wir haben auch psychosoziale Notfallversorgung und psychosoziale Unterstützung vor Ort mit unterstützt, sodass die Menschen jemanden hatten, mit dem sie reden konnten, jemanden Professionelles, sodass ja eine Aufarbeitung bestehen konnte. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir mitnehmen müssen für die Zukunft, dass halt so eine Fluthilfe oder so eine Katastrophenhilfe einfach facettenreicher ist, als man im ersten Moment denkt. Und sicherlich auch, dass die betroffene Bevölkerung auch vielfältig ist. Also in einer Katastrophenhilfe müssen auch Vulnerabilitäten von Menschen mitgedacht werden. Also wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen. Die werden alle ganz unterschiedlich von dieser Katastrophe betroffen und gleichzeitig haben sie auch andere Strukturen und andere Kontexte, in denen sie agieren können. Was Zugänge bedeutet, wie zum Beispiel, ja, wie macht man jetzt diesen Förderantrag? Ja, sowas habe ich noch nie gemacht oder so, könnt ihr mir dabei helfen? Oder wo finde ich individuelle Haushaltsunterstützung und so weiter und so fort? Also diese Zugänge, also diese Kanäle zu den unterstützenden Maßnahmen hin müssen halt so gepflegt werden und so ausgerichtet werden, dass jede und jeder da wirklich darauf zugreifen kann. Was mir im Kopf geblieben ist, also ganz generell muss ich sagen, ist die Resilienz der Menschen vor Ort und die unglaublich aktiven ehrenamtlichen Strukturen. Ohne diese Resilienz und diese ehrenamtliche Mitunterstützung hätten wir Projekte einfach gar nicht so schnell mit aufbauen können. Ja, und diese hoffnungsbringende, trotz dieser wirklich schlimmen Katastrophe, diese hoffnungsbringende Mentalität und zu sagen, wir machen weiter. Ja, und wir haben ja auch eine Mitverantwortung und wir packen das gemeinsam an, auch mit euch, Adra. Das war wirklich sehr, sehr bewegend. Vor allem was Kinder und Jugendliche angeht, natürlich als vulnerable Personengruppe, wenn man mit den Kindern und Jugendlichen Kontakt hat und mit ihnen über die Erlebnisse spricht, das ist natürlich auch immer bewegend. Wenn du von einem Bild sprichst, was mir ganz konkret im Kopf geblieben ist, da fällt mir jetzt gerade ein, ich bin mit einem unserer Kollegen durch Straßen gelaufen in Dernau, einer wirklich sehr, sehr schwer betroffenen Ortschaft. Und ich weiß noch nicht, ob man sich das so vor Augen führen kann, wie hoch diese Flutwelle war. Ich vermeide auch immer von Hochwasser zu sprechen, weil das war wirklich eine Flutwelle, die durch das Ahrtal gerast ist und die war mehrere Meter hoch. Und man kann das bis heute noch teilweise an den Wänden wirklich abschätzen, wie hoch das Wasser war. Und das ging bis in den ersten, knapp in den zweiten Stock rein. Und wir haben dann Fotos gemacht, also im Vergleich zu uns als Mitarbeitende von ADRA. Und dann haben wir halt hochgeguckt auf diese Wassermarkierung. Und
Genau, also das hat mich auf jeden Fall nachhaltig geprägt, weil man ja auch nicht denkt, dass so etwas in Deutschland passiert. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich fast so, als wäre es vor meiner Haustür geschehen. Und ich denke, das sind Bilder, die bei einem bleiben und sicherlich auch in die Zukunft schauen, prägen werden, wie wir mit Katastrophen umgehen werden und was das auch mit Klimawandel zum Beispiel zu tun hat. Carina, zum Abschluss nochmal eine Frage. Wie sieht jetzt der weitere Gang aus in der Fluthilfe bei ADRA? Genau, also wir haben unser Fluthilfeprojekt in, wenn man das so sagen kann, drei Phasen aufgeteilt. Die Soforthilfe ist jetzt so langsam abgeschlossen. Wir sind jetzt in der Übergangsphase und wir haben auch sogenannte Leuchtturmprojekte, also Projekte, die wir mit höheren Summen unterstützen, wo sicherlich auch eine jahrelange Begleitung angesehen ist oder angedacht ist. Genau, und wir werden jetzt verstärkt und nochmal enger mit den Organisationen und den Einrichtungen zusammenarbeiten, sodass wir auch längerfristig dort ja, Kapazitäten ausschöpfen können und mit aufbauen können. Und genau, wir hoffen auch, dass der Winter bald vorbei ist, weil natürlich Wintermonate und die Kälte und Corona, das sind alles Aspekte, die dem mit hinzukommen und diese Betroffenheit auch nochmal erschweren. Und es geht jetzt erstmal darum, das so ein bisschen quasi zu überstehen und mitzudenken und mitzuunterstützen und genau, dann auch weiter hoffentlich noch mehr Normalität in die Bereiche zurückzubringen und dass die Menschen sich ja aufgehoben und unterstützt fühlen. Das stimmt. Darum machen wir das Ganze. Ich sage herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns nochmal ein bisschen über die Flut zu reden und über die Arbeit, die ADRA seitdem gemacht hat. Das war ganz toll und ich hätte dir noch stundenlang zuhören können, nur ist unsere Zeit leider begrenzt. Deswegen erstmal dir vielen Dank auch im Namen der Spenderinnen und Spender, dass du ihren Auftrag so toll vor Ort umsetzt. Und wir wünschen den Menschen vor Ort alles Gute, sehr viel Kraft und freuen uns, dass wir Ihnen helfen können. Carina, herzlichen Dank. Viel Erfolg bei der Arbeit. Danke dir. Das war's schon wieder mit dem ADRA aktuell hier im Februar. Wir haben über Afghanistan gesprochen, wir haben einen Blick nach Mali geworfen und wir haben auch an das Flutgebiet in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedacht. Falls ihr euch Themen wünscht, schreibt sie gerne hier in die Kommentare und falls ihr mehr erfahren wollt, schaut doch mal unter www.adra.de vorbei. Oder meldet euch an zum Newsletter unter newsletter.adra.de. Wie immer sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Erzählt weiter, was wir hier Gutes tun. Und falls ihr uns etwas sagen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sagen herzlichen Dank und wir sehen uns zur nächsten Ausgabe im März. Macht's gut, bleibt gesund, auf Wiedersehen.